Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute die Proline an hier in Saalbach. So langsam haben wir uns durch alle Strecken irgendwie ein bisschen durchgearbeitet, aber die schwarzen Lines habe ich ja zum Beispiel letztes Jahr ganz bewusst komplett ausgelassen. Und bis zum heutigen Tag habe ich die auch ausgelassen. Aber da wir gestern aus Versehen auf der X-Line gelandet sind, dachte ich mir so, hey, jetzt können wir vielleicht auch mal die Proline ausprobieren, weil ich habe so das Gefühl, die ist so ein Mittelding noch und nicht ganz so schwer. Das Wetter soll sich bis 14 Uhr halten. Ich glaube, wir haben jetzt so 10 Uhr. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen, die Proline einmal easy peasy abrollen, sodass man die kennenlernt. Wir nehmen euch wieder mit. Bis gleich auf dem Weg zum Lift. Sag's euch, wie es ist. Vor den schwarzen Lines hier in Österreich habe ich unglaublich viel Respekt. Aber nachdem wir gestern aus Versehen auf der X-Line gelandet sind, war ich schon so ein bisschen positiver gestimmt und dachte mir, hey, wir können jetzt zumindest die Proline mal angucken und mal runterradeln, weil gerade unter der Woche hier in Saalbach außerhalb der Ferien einfach echt tote Hose gewesen ist, dachte ich mir, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, sich das mal anzuschauen. Aber ich sage euch eine Sache vorweg, das sieht alles wirklich ganz, ganz anders aus in echt, als es doch auf den ganzen Videos ist. Also, selbst jetzt, wenn ihr das Video hier von mir schaut, macht euch darauf gefasst, wenn ihr selber hier hinfahrt. Das Ganze sieht echt wirklich ein bisschen wilder aus. Und vor allem die Sprünge sind um einiges größer als auf der GoPro. Bisschen nervös ist man schon, ne? Yes! Besonders hier in Saalbach ist mir dieses Jahr bewusst geworden, wie viel einfacher es ist, schneller zu fahren. Denn gerade wenn man sich so eine Line das erste Mal hier anschaut, merkt man, dass das Ganze ziemlich holprig und irgendwie sich nicht so gut anfühlt, wenn man langsam fährt. Wenn man schneller fährt, dann ist das Ganze irgendwie halb so wild. Und deswegen sehen solche Lines auch auf Videos von den Pros immer so einfach aus, weil die einfach über die Dinger drüber fliegen. Und das liegt wirklich daran, dass es wirklich einfacher ist, wenn man schneller fährt. Auch wenn ich das lange Zeit irgendwie ja gar nicht so richtig verstehen konnte oder wahrhaben konnte. Dieser Spruch, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, den kennt ihr ja alle. Und da ist schon wirklich einiges Wahres dran. Also nur Chicken Line. Das Steinfeld kommt erstmal. Das ist machbar. Mal angucken, das geht. Lass den Speed schon mitnehmen. Okay, das gucken wir uns vielleicht auch mal an. Du guckst, was ich da mache. Dann aber von oben mit Kurve. Mit Kurve?
Das ist jetzt bisher die Stelle, die am trickigsten ist, finde ich. Ja, es sah halt aus wie so eine kleine Stufe, ne? Nach diesen paar Tagen jetzt in Österreich muss ich wirklich feststellen, dass ich mich um einiges sicherer auf dem Bike fühle. Und selbst wenn ich das erste Mal so eine Line hier abfahre, um mir das Ganze anzuschauen, merke ich, dass es mir ganz viel Sicherheit gibt, diese Dinge erstmal alle anschauen zu können und halt vor allem, dass ich gelernt habe, die Sachen einzuschätzen, wie man sie fährt. Und da habe ich ganz, ganz viel dem Thomas zu verdanken, dass er mir beigebracht hat, wie man so Drops, Sprünge einschätzt, bevor man sie springt. Natürlich gibt das immer nur so eine, ja, so eine äußere Einschätzung, aber es gibt ganz, ganz viel Sicherheit, wenn man so ein grobes Gefühl hat, wie die Sprünge sich anfühlen werden, wenn man drüber fährt. Und das ist echt Gold wert. Okay, stopp, stopp, stopp. Das muss man sich auch angucken. Boah, das sind echt so ein paar Stücke, die muss man kennen. Ohne das geht's nicht. Also ich muss sagen, das ist so eine Line, anders als die X-Line. X-Line fand ich im Live einfacher als auf Videos, aber hier muss man schon ein paar Mal über sich hinauswachsen. Ja, kann man hier irgendwo anhalten, Alter?
Ja, ist schon nicht ohne, ne? Ist halt schon lang, ne? Und steil. Ja, man kann unten nicht genau sehen, welche Linie da die beste ist. Und hier sind oben die Steine nass. Ja, ich glaube, ich habe genug Steine gehabt hier. Ja, fahren wir jetzt Chicken Way zum Schluss. Oder? Der erste Gedanke ist meist der richtige. Deine Chicken Way ist ja noch schwerer. Ja, weil du halt ja. Puh, okay. Endspurt zum Lift, ja. Auch so eine Line einfach mal nur anzuschauen und entspannt zu rollen, finde ich, ist Gold wert. Besonders wenn man die Möglichkeit hat hier in Saalbach, wenn gerade richtig tote Hose ist. So weiß man zumindest beim nächsten Mal, was einen grob erwartet, und man kann noch mehr über sich hinauswachsen. Doch selbst auf diesem kleinen, sagen wir, Probefahren hier, musste ich teilweise auf den steilen Stücken wirklich schon über mich hinauswachsen. Und ich habe auf jeden Fall meine Sachen und meine Learnings hieraus mitgenommen, die, so dass selbst so ein kurzer Tag auf dem Bike nicht so vertane Zeit ist. Ich hatte nach dem Abstieg hier von dem Berg irgendwie ganz komisches Gefühl auf der Brust, weswegen wir an dem Tag halt wirklich so ein bisschen Pause gemacht haben und wir es einfach haben gut sein lassen. Der ein oder andere mag vielleicht sagen, okay, das ist verschwendete Zeit, aber man hat ja auch Urlaub und neben dem ganzen Biken gibt es auch noch andere Möglichkeiten, einen schönen Tag hier zu verbringen. Also Leute, abonnieren, kommentieren nicht vergessen, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.